Also gut, wir waren mitten in einer Geschichte. Da. Odin hatte Hrungnir zu sich nach Asgard eingeladen und den Riesen zur Unterhaltung des Hofstaats betrunken gemacht. Dann taucht Thor auf. Und lacht er? Oh nein. Thor wirft einen Blick auf den betrunkenen Narren und schlägt ihn mit Mjölnir so hart auf den Kopf, dass bis heute Stücke von Hrungnir in seinem eigenen Schädel stecken. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Hrungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Hallen des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mjölnir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. Komm. Hey, wer ist denn da schon wieder putzmunter? Ich hab doch gesagt, er wird wieder. Was steht da? Ja. Diese Runen lauten Tod im Inneren. Also. Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Ich meine, ich suche weiter. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hel, kein Jenseits, niemals.
Er greift nicht an. Oh. Bei Mutter klangen die gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Fertig. Nicht er. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Gut, dann mal los. Wir werden Brocks freundlich lebendig finden, oder? Junge. Jawohl. Noch eine von diesen Karten. Interessant. Da ist der Ring an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast.
kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Grüner Ring. Zwergeninschrift. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn. Wir sollten das ihm zu Kopf bringen. Lies es. Ja, Vater! Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Den bring ich zu Fall!
Was habt ihr gefunden? Einen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjonif Roxy? Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerg. Wir können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinederme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hast du noch was anderes im Sinn? Na gut, auf Wiedersehen. Junge. Erzähl uns doch die Geschichte von dem Riesen, der Thors Hammer stahl. Sehr gerne. Auch deine Freundin Freya kommt mir vor, wenngleich sie wahrscheinlich gern daran erinnert wird. Der Riese trug den Namen Grimm. Und er war listig genug, Mjölnir zu rauben, während der Donnertrottel schlief. Leider dachte Grimm nicht immer mit seinem Kopf. Obwohl er dem größten Riesentöter seine Waffe geraubt hatte, wollte er sie den Asen zurückgeben, wenn er dafür Freya als Braut bekäme. Tja, zu diesem Zeitpunkt war Freya mit Odin vermählt und Odin hätte sie offen gesagt für einen Krug Met eingetauscht. Aber er erkannte sofort die Gelegenheit. Frims Palast stand in Jötunheim und nur Riesen kennen den Weg. Wenn sie der Heirat zustimmten, würden sie Freya in ihre Welt geleiten müssen. Also zwang Odin Freya dazu, Thor mit ihrer sicheren Magie zu tarnen, damit er heimlich mitgehen und nach Jötunheim gelangen könnte. Als der Hammer als Hochzeitsgeschenk überreicht wurde, gab Thor sich zu erkennen. Er nahm Mjölnir an sich und schlug Grimm augenblicklich den Schädel ein und danach jedem anderen Riesen auf dem Fest. Einzig und allein Freya gebot ihm Einhalt, denn sie wollte keinen Anteil an dieser Gräueltat. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Sindri, warst du schon immer so... Peinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Komm, Junge. Halle.
war gar nicht so schlecht. Atreus, komm her. Schon wieder hier. Wir haben deinen Sohn gefunden. Er wurde auch verraten. Und wir fanden einen Teil seines Tagebuchs. Er bereute, dass er dich getötet hat. Tut wirklich gut, das zu hören. Wie ist er gestorben? Hat er gekämpft? Wir haben 4 Leichen neben ihm gefunden. Sie wurden enthauptet. Vandrids Schwert war stets blank und scharf. Das hat er von mir gelernt. Er ist ein verräterischer Hund, aber dass er in Valhall ist, gibt mir Frieden. Danke. Also ich finde, wir haben was Gutes getan. Der Dieb hat den Frieden nicht verdient, den du ihm gebracht hast. Vielleicht nicht. Fühlt sich trotzdem gut an, Leuten zu helfen. Sogar den Toten. Ganz wie deine Mutter. Die Geschichte war doch schon fast zu Ende. Ei! Thors Gräueltat auf Hochzeit der Grünen Listigen wurde von unserer Freundin Freya beendet. Sie wirkte einen mächtigen Zauber, der sie beide aus Jötunheim fortriss und für immer von dort verbannt. Odin war außer sich, denn er hatte gehofft, nach Thor selbst in Jötunheim einzuziehen. Und oh, wie er sich dafür an Freya rächen würde. Was ist der Sinn dieser Geschichte, Kopf? Tja, für Grimm war die Geschichte eine Lektion, Prioritäten zu setzen. Für Freya, dass die Taten den Preis haben. Für Thor, dass kein Machtobjekt die Persönlichkeit definiert. Und wenn man der größte Schlechter von allen 9 Welten ist, kann einem das niemand wegnehmen.
zu seiner Mannschaft? Ganz schön starke Mannschaft. Und er war für alle verantwortlich. Das ist eine Menge Verantwortung. Macht dir das Angst? Verantwortung. Oh, nein, ich glaube nicht. Ich meine, früher bestimmt. Aber jetzt nicht mehr so sehr. Naja, hier zu sein, mit dir, gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein. Ich sehe etwas im Wasser. Sie waren ihm teuer genug, also folgten sie ihm. Und dann sind alle gestorben. Ein ziemlich mieser Anführer. Warum glaubst du das? Naja, er hat sie alle in den Tod geführt. Stimmt. Aber die Männer wollten ihm folgen. Gute Anführer treffen schlechte Entscheidungen. Die Besten übernehmen die Verantwortung für sie. Merkt ihr das? Ich hoffe, der Kapitän ist jetzt zufrieden. Unwahrscheinlich. Es war ihm bestimmt, den Männern selbst Frieden zu bringen. Aber das hätte er niemals gekonnt. Das spielt keine Rolle für ihn. Unser Sieg wird ihn nur an sein Scheitern erinnern. Warum haben wir es dann getan? Vater, warum wolltest du diesem Geist wirklich helfen? Du brauchst die Erfahrung. Ich habe jede Menge Erfahrung im Kampf gegen diese Dinge. Was ist der wahre Grund? Die Männer waren ihm treu ergeben. Er übernahm die Verantwortung für seine Fehler und war entschlossen, sie gut zu machen. Gute Lektionen für dich. Oh. Ja. Oh. Das stimmt. Wir haben sie ihnen Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst im Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Das sind gute Eigenschaften. Habe ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer die gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte.
Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Du hattest recht. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Man kommt wohl nie darüber weg, wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Nie.